Weiter geht's, weiter geht's. Was? Und zwar, pass auf, ich versuche euch jetzt kurz zu erklären, was ich vorhabe. Ich möchte, die Powerbank soll nachher an den Strom angeschlossen werden, an den Reaktor oben. Und die Powerbank hier, ne, die Capacitor, sollen die Pulverisierer mit Strom versorgen, dass die das ganze Erz und alles zermalmen, weil du bekommst, das ist ja das, was ich, ihr werdet in den Let's Play folgen, bei dem Erz ist das halt so, wenn du hier ein Erz reinpackst, zum Beispiel ein Eisen, bekomme ich 2 Barren raus. Also warum soll ich das nicht nutzen? Das erleichtert uns die Arbeit im Endeffekt, weil wenn ich dann ein Deck Erz habe, wären dann zumindest ein Deck Eisen, wären das 64 Eisen mal 2 sind dann 128. Also warum nicht? So ist der soll aber dann vom Pulverisierer aus in die Öfen, damit er direkt gebrannt wird. Und von da aus soll das dann in die Kisten sortiert werden eigentlich. So ist mein logischer Gedankengang dahinter. Und das probieren wir jetzt irgendwie hier hinzubauen. Das heißt, wir müssten als allererstes müssten wir mal gucken, dass wir hier, weil ich glaube, 4 Reihen sind zu wenig. Wenn wir ist die Frage, wie ordnen wir die Kisten? Und dafür brauchen wir die Schubfachcontroller und Birkenverkleidungen. Das heißt, wir bräuchten nochmal, da sind sie doch. Habe ich da Schubfachcontroller 1, 2, 3, 4. Jetzt brauchen wir noch ein paar Birkenverkleidungen. Gehen wir mal. Müsste hier sein, ne? Etage 3. Holz. Holz, Holz, Holz. Das ist Birke. Holzbretter 38, Eiche. Ja, komm. Bauen wir die aus den Eichen. Gibt es Eichenverkleidungen? Dann gibt es Eichenverkleidungen. Wie war das jetzt? So und so, so und so. Das sind die Rahmenblöcke. Eichenverkleidung. 48 Stück sollten reichen. So. Dann bauen wir die. Dann brauchen wir die. Das ist der Pulverisierer. Das ist der Controller. Das sind die Kisten. Das sind die Leitungen. Das ist das Schubfach. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Hallo Höhle. Hallo. So. Dann gehen wir mal wieder hoch. Treppensteigen ist so schön. Komm, komm. So. So, jetzt lass uns überlegen. Wir brauchen. Im Grunde müsste ich den nämlich einen von der Wand weglegen. Oder wir müssen die Leitung da unten rein. Es ist die Frage, was ist da drin? Wenn ich die raushole. Dann den Controller, ne? Dem, nein. Brauche ich den? Der stimmt gar nicht. Ich brauche was anderes. Lass mich überlegen. Wir müssen nochmal runter. Tut mir leid, aber wir müssen nochmal runter. Etage 4, glaube ich, war das, ne? Letzte Etage. Oder war das hier? Ja. Wie heißt das Ding, was da drin steckt? Müssen wir noch ein tiefer? Der Controller Slave. Controller Slave, dann habe ich da. Was habe ich denn da drin? Was ist das denn? Ernsthaft jetzt? Ich komme nicht dran. Wo ist das Ding? Schubfachcontroller.
Der muss nämlich in der Mitte sein, genau. Stimmt. Der muss in der Mitte sein. Und die müssen 12 entfernt sein. Höchstens 12, genau. Höchstens 12 entfernt sein. Die Controller Slave. Aber von wo ich befülle, das ist egal. Genau. Von wo ich aus befülle, das ist egal. Komm ich. Oh, ernsthaft jetzt? So. War der Controller Slave, ne? Ja, Controller Sklave. Controller Sklave. Ja. Dann müssen wir die ja auch noch bauen. Oder haben wir oben noch welche? Sieht nicht so an aus. Controller, wo ist der Sklave? Slave da. Oh. Oh. Müssen wir den wirklich bauen? Müssen wir den wirklich bauen? Brauche ich ja wieder Redstone. Brauche ich wieder Netherquarz. Und Fackeln. Wir probieren es erstmal ohne. Wir probieren es erstmal ohne und dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Vielleicht klappt das ja auch so. Vielleicht klappt das ja auch so. Wenn ich den nämlich jetzt hier hinsetze, da die Schubfächer. Drei, da sind vier. Dann nehme ich. Ich hätte ihn vielleicht mal. So. 1, 2, 3, 4. Den hauen wir nochmal raus. Den setzen wir in die Mitte. So, was haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5. Der muss raus. Der da muss raus. Wenn ich den da reinpacke und von hinten an die Leitung lege, das ist die Frage. Das ist die Frage aller Fragen. Insert. Der bleibt raus, genau. Der soll ja nur sortieren. Wir probieren das jetzt erstmal. Wo sind die Schubfächer? Die sind, wo habe ich sie? Wo habe ich sie? Wo habe ich sie? Da sind sie nicht. Sind sie da drin? Auch nicht. Dann sind sie da drin. Da sind sie doch. So. 10 Stück haben wir. Lass mich mal überlegen. Wenn ich die jetzt dahin packe und dann da drüber, dann machen wir hier vorsichtshalber und hier noch. So. Und wenn ich da jetzt eine Kiste anschließe, lass uns mal gucken, haben wir eine Kiste hier? Ich muss jetzt da irgendwie. Komme ich da drunter? Da ist das Lager, da komme ich natürlich nicht drunter. Ja, sehr schön. Ich muss aber irgendwie jetzt den da aktivieren. Never aktiv. Aktiv ohne Signal, genau. Ohne Signal aktivieren. So, wenn ich den jetzt da befülle und das Nugget reinwerfe, müsste das Nugget irgendwo jetzt hier. Das Nugget, da ist Kupfer dann. So, jetzt lass uns gucken. Wenn wir Eisen noch da reinwerfen, müssen wir nämlich Eisen irgendwo anders reinpacken. Dann müsste der Eisen irgendwo anders reinpacken. Eisen packt der da rein. Und wenn ich jetzt hochgehe. Weil der müsste von da aus dann gehen.
So, Kupfer, Eisen. Wenn ich jetzt hingehe, sage ich jetzt mal, was haben wir? Komm, wir haben Gold hier. Gold müsste der doch dann auch da reinpacken, oder nicht? Ah, nein. So, Gold. Da hat er die Dings drin, genau. Da ist dann das Gold drin. 5 Blöcke und 8 Barren. Das ist optimal. Das heißt, wir können die... Ist auch hammergeil, ist das. Dann haben wir das. Das heißt, wir könnten die Leitung eigentlich da unten reinlegen. Da durchziehen. Und wir könnten eigentlich noch eine Reihe draufsetzen, oder nicht? Eine 3 Reihen hoch machen. Ob das geht? Ja. Wir legen dann die Leitung mal ganz außen rum. So. Oder wir stellen die Truhe dahin. Können wir gleich mal gucken. So. Weil das interessiert mich jetzt noch. Wenn ich da jetzt nämlich noch einen dran kriege. Wir reißen den mal ab. So. Der ist voll, der ist voll, der ist voll. So. Und dann sage ich... Verdichtetes Schubfach. Du sollst da oben. So. Und wenn ich jetzt hingehe und... Was haben wir denn? Komm, wir nehmen Nickel. Nehmen wir mal Nickel. Werfen Nickel da in die Truhe rein. Müsste der eigentlich da oben reinpacken. Nickel. Sehr schön. Dann können wir die hier komplett einmal voll bauen. Dann passt das doch. Ja, so. Optimal. Das heißt, wir können die Leitung da unten rausnehmen. Die Truhe kann auch weg. Der kann auch weg. Dann legen wir da die Leitungen lang. Haben wir hier nämlich noch einen Durchgang zur Not. So, dann kommt hier, ja, wie machen wir das jetzt? Dann bauen wir hier ein kleines Podest, würde ich sagen. Wobei geht gar nicht, ne? Das geht gar nicht. Da, wenn ich darauf jetzt den Pulverisierer packe. Ne, da müssten die Öfen drauf. Genau. Jetzt müssten da die Öfen drauf. Dass die Pulverisierer die Öfen dann vollballern. Wobei ich könnte auch die Leitung nachher von der anderen Seite legen. Wenn wir hier die Öfen dann reinbauen. Lass uns überlegen, lass uns überlegen. Wo habe ich die Öfen denn? Da sind die Öfen. Und die sollen ja von dem Pulverisierer befüllt werden. Das heißt, ich müsste die ja eigentlich... Es wäre auch sinnvoll, wenn ich das nach vorne hole und die Maschinerie eigentlich dahinter packe, ne? Damit die keiner sieht. Wobei, im Endeffekt ist es auch Schnurzpiepel egal. Im Endeffekt ist es auch, ob ich die nun vorne oder hinten habe, das macht keinen Unterschied. Es ist halt nur auf der anderen Seite sehr nervig, wenn du in die Kohle in die Öfen packen musst, musst du jedes Mal nach hinten rennen. Das fällt ja dann weg. Wir probieren es trotzdem. Wir probieren was aus. Wir bauen hier mal den Ofen hin. So.
Dann reißen wir die aber ab. Dann müssen wir hier logischerweise eine Etage tiefer. Das geht auch. So. Nein. Dann müssen wir nämlich jetzt tricksen. Ne? Einmal. Zweimal. Dreimal. Ohne Signal. Genau. Wir müssen jetzt einmal tricksen. Ohne Signal. Ohne Signal. So, jetzt probieren wir das mit den drei Öfen aus. Hauen da überall Kupfer rein. So. Was haben wir denn hier? Was kann gebrannt werden? Guck mal hier. Wir haben Kupfer, wir haben Kohle. Packen wir überall eins rein. Der müsste nämlich dann quasi den füllen. Ein Nugget ist da drin. Wir halten fest, ein Nugget. So. Der geht auch. Dann machen wir den noch. So. Dann lass uns mal gucken, ob das funktioniert. Da müsste der nämlich jetzt eigentlich automatisch voll werden. Zwei Kupferbarren. Das funktioniert also. Ich hätte die Leitung auch in den Boden reinlegen können, ne? Eigentlich. Wenn ich die da reinlege, in den Boden und dann hintenrum durchlaufen lasse, das geht. Dann kann ich darüber den Pulverisierer packen. Den könnte ich dann hier in die Wand einlassen. Im Endeffekt, der dann die Leitung. Wir probieren es einfach aus. Wir machen, warte. Na, wo bin ich denn jetzt? Da. Da muss ich hin. Wir stellen hier die Öfen vor und bauen dann hier die Leitung rein. So. Dann gehen wir hinten mal eben rein. Komme ich da durch? Tülüm, 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 tülüm. So, da hauen wir eine Leitung durch. Tülüm, 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 tülüm. So, dann können wir die nämlich wieder abreißen. Weil, funktioniert ja, ne? Dann können wir die Ecke nämlich dazu machen. So. Die reißen wir auch alle wieder ab. So. Der kommt da oben rein. So. Hier bauen wir die Öfen vor. Da bauen wir die Öfen vor. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Da. Da haben wir die Öfen. Dann kann ich die nämlich auf jeden Fall schon mal befüllen. Wow, oh, hallo. Haben wir hier eine Biomsgrenze? Biomgrenze, ja. Sehr schön. Sehr schön. Ich hätte vielleicht die... Ja, ich hätte vielleicht die Leitung zuerst reinlegen sollen. Komme ich da jetzt noch dran? Eigentlich ja schon, ne? So. Na, da muss ich kommen. Bis ohne Signal, ne? Der ohne Signal. Ohne Signal. Und dann nochmal ohne Signal, bitte. So. Das haben wir. Dann können wir nämlich da wieder zumachen. Haben wir hier noch irgendwo, da, guck mal, da haben wir noch ein bisschen. Die zwei holen wir uns jetzt auch noch da raus. Wenn sie denn kommen, so. Da kommt die Leitung, dann geht die da rein, ja.
Ist verbunden, wunderbar. Dann könnten wir hier eigentlich so eine Tür reinmachen, ne? Bauen wir da eine Tür rein, damit ich da hinten nochmal dran komme. Zur Not. So. Das heißt, die Pulverisierer packen wir dann wo rein? Die müsste ich ja dann eigentlich da reinpacken, ne? Wenn ich den jetzt da in die Mitte setze. Konfiguration. Hallo, ignorieren. Upgrade. Gibt es keins? Ist der voll? 20 RF hat er drauf. Dann lass uns doch mal gucken. Vielleicht klappt das ja direkt so, wie ich mir das vorstelle. Ohne Signal. So. Einmal. Da musst du insern, ne? Der kommt raus. So. Da meine Maus. Da auch. So. Die gleiche Seite auch nochmal. So. Und wenn ich jetzt da eigentlich reinwerfe, müsste der alles da durchjagen und dann da unten durchjagen und dann da reinsortieren. So ist mein Gedankenstand. Hallo Marito, wie geht es dir?